Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal Bestechlich. Ja, viele von euch haben vielleicht auch gewartet, das Feedback-Video zur X8 von Dragonhawk. Ja, ich habe dazu zwei Videos bereits gemacht, die blende ich einfach mal die Thumbnails, irgendwo werdet ihr gleich hier sehen. Ja, und die Links dazu gibt es in der Videobeschreibung für die Leute, die es interessiert. Tja, warum gibt es davon zwei Videos? Ja, wenn ihr euch das jetzt gerade fragt, ganz einfach. Ich habe im ersten Video alles darüber erzählt, habe die ausgepackt, Unboxing hin und her und dabei auch erzählt, wie niedrig man diese Maschine einstellen kann und dabei vollkommen besonders hervorzuheben, was so geil daran ist, dass man die so niedrig einstellen kann. Und zwar Thema Dotwork. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Ja, falls euch wundert, zieht euch die Videos aber gerne rein, wenn ihr wollt. Nur nicht, dass ihr euch wundert, warum da zwei Videos so gibt. Diese kleine, aber feine Maschine kann schon ziemlich viel. Sie hat aber auch ein paar Abers. Und da gehe ich jetzt gleich mal gezielt drauf ein. Ich habe mit dieser Maschine auf jeden Fall einiges leisten können. Ja, also sie kann auch dicke Lines tätowieren. Ja, ich sag mal so im Bereich, ich weiß nicht, der dickste, was ich tätowiert habe, war 12er Straight Round Liner. So, das ist schon eine ordentlich dicke Line. Ja, hat sie tätowiert, keine Probleme. Color Packing sind keine Probleme gewesen. Schattieren und Dotwork war natürlich auch gut. Von der Größe her ist sie schon ziemlich geil. Ich tue mich noch ein bisschen schwer hier unten wohl mit dem Griffstück, ja, also weil es konisch nach unten zugeht und hier unten dünn wird, aber dafür hat man Grip Tape, man kann sich das ja noch ein bisschen dicker machen, aber ansonsten liegt sie halt sehr gut in der Hand. Dicke ist nicht ganz so meins, könnte ein bisschen dicker sein, aber von der Höhe her und so, also dieses ist schon, das Handling ist ganz geil. Sie hat keine Probleme gemacht mit dem Display, ja, dieses Display kennt ihr ja von der Must Rider Pro und von dort an, glaube ich, wurde das durchweg jetzt durchproduziert bei vielen Maschinen, dass das Display halt hier oben angereiht ist. Ja, Must Rider Pro ist mir leider das Display kaputt gegangen, habe ich damals erklärt. Habe aber auch nicht großartig jetzt noch Feedback bekommen von anderen Leuten, die vielleicht sagen, ja, bei mir ist alles gut gelaufen oder bei mir ist weniger gut gelaufen oder wie auch immer. Deshalb kann ich da sonst nichts zu sagen. Vielleicht habe ich einfach nur mal ein Motorsprodukt erwischt. Ja, ich habe auf jeden Fall Ersatz damals gekriegt. Bei der X8 ist das aber nicht vorgekommen. Abgesehen davon weiß ich natürlich nie, wie viele Leute von euch eine Must Rider Pro gekauft haben. Ob überhaupt jemand die Must Rider Pro hatte, außer ich. Und Tom. Tom hatte sie auf jeden Fall auch. So, auf jeden Fall, ja, Display keine Probleme. Ich sehe aber zwei Sachen recht kritisch, wenn nicht sogar drei. Also, Punkt 1 ist, man tut sich schon recht schwer, also ich zumindest habe mich damit schwer getan, hiermit Dotwork zu machen. Ja, weil dürft ihr das nicht vergessen, wenn du Dotwork hingehst, gehst du normalerweise hin und setzt deinen Punkt, setzt deinen Punkt, setzt deinen Punkt, setzt deinen Punkt, wie auch immer, ne? Und so weiter und so fort. Ist natürlich fürs Handgelenk und gerade hier für den Bereich vom Daumen und so weiter, ist das nicht unbedingt eine ideale Arbeitsweise, das immer so zu machen, weil dann, das geht natürlich alles auf die Gelenke. Dafür ist natürlich nicht schlecht, dass die Maschine das kann, indem du einfach nur wie so eine Linie lang ziehst und ersetzt die Dots. Aber es ist schon für mich eine extreme Umgewöhnung gewesen, dann wirklich wie eine Linie das zu ziehen, weil du halt, wenn du gezielt deine Dots setzt, siehst du ja genau, wo du welchen Punkt machst. Und wenn du dich jetzt auf die Maschine verlässt und ziehst diese Linie, kannst du sie ja konstant ziehen. Aber bis du mal gelernt hast, dass du jetzt sie so ziehen musst, damit die Dots von mir aus so weit auseinander sind, oder halt schnell oder langsamer ziehen, damit sie so sind und so sind und so sind und wie immer ihr gerade die Dots braucht, das ist schon ein bisschen tricky. Ja, also es erfordert schon ein bisschen Fingerspitzengefühl, bis ihr euch da rangetastet habt. Deshalb würde ich das auf jeden Fall erstmal auf Übungsort testen, bis ihr sagt, oh ja, alles klar, so kann ich das und das machen, bevor ich damit, sag ich mal, direkt Menschen tätowiert. Ist vielleicht jetzt unbedingt ein Negativpunkt, ja, weil wäre bei keiner anderen Maschine anders, dass man das so lernen muss. Aber ich fand es halt schwierig, deshalb wollte ich das nochmal gerade erwähnen. Punkt 2 ist aber, der Akku ist halt echt, ja, naja, wussten wir vorher, ja. Also angegeben ist er mit 2 bis 3 Stunden Laufzeit. Und er hat bei mir in der Regel so knappe 3 Stunden immer gehalten. Ja, also ich habe jetzt nicht mit der Stoppuhr daneben gegangen, aber wenn ein Kunde um 12 Uhr einen Termin hat und der Akku ist um kurz vor 3 leer, dann weiß ich so roundabout 3 Stunden grob, hat er dann geschafft. Ne? Ist halt natürlich schwierig. Also ich sag mal, mittelgroße Projekte kann man damit natürlich tätowieren. Ja, bis mittelgroße, kleine Sachen sowieso. Aber Großprojekte jetzt, ich würde jetzt keinen Backpiece mit so einer Maschine anfangen. Ja? Oder wirklich ja, einen kompletten, irgendwie einen Arm rundherum oder was auch immer. Irgendwie so ein Half-Sleeve oder Full-Sleeve würde ich mit so einer Maschine nicht anfangen zu tätowieren, weil sie einfach dann den Dienst nicht erfüllen kann. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ja? Ansonsten, gerade so vielleicht im Color-Packing-Bereich oder sowas, wo man ja auch mal länger braucht, weil halt Color-Packing einfach zeitintensiv ist, ist es halt auch dann nicht vielleicht die ideale Maschine. Auch wenn sie es kann. Sie kann Color-Packing, aber halt eher was für kleine Projekte.
jetzt nach meinem Urlaub, deshalb kann ich euch diesmal auch kein Video dazu zeigen, irgendwie wie ich noch mit der tätowiert habe oder so, weil ich echt extrem viel Stress hatte hier. Wir hatten nämlich nicht nur wahnsinnig viele Termine, die natürlich in der ersten Woche jetzt hier waren. Wir hatten auch noch, oder in den ersten zwei Wochen jetzt, wir sind jetzt in der zweiten Woche, in den ersten zwei Wochen richtig viele Termine. Dann kam noch Radio Duisburg wieder zu uns. Ich musste für YouTube vorproduzieren hier ein paar Videos und so weiter. Also damit ihr auch regelmäßig versorgt werdet und so weiter und so fort. Dann waren noch schon noch eine Menge Entwürfe im Raum. Also ich kam einfach nicht dazu zu sagen, komm, ich baue die Kamera jetzt noch auf und mache jetzt auch noch ein Video beim Tätowieren. Deshalb kriegt ihr diesmal keins dabei. Im Normalfall mache ich das, aber diesmal leider nicht. Ansonsten, ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen über ein Like und ein Abo. Und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video. Haut rein, bis demnächst. Ciao.